Stunden. Ja, das absolut Größte, was einem jungen Filmemacher passieren kann, ist, dass sein Film im Kino läuft. Für den jungen Duisburger Filmemacher Ömer Pekurek ist es jetzt soweit. Sein zweiter Film ist fertig, ein 30-minütiger Kurzfilm, der heißt Esra. In dem geht es um eine deutsch-türkische Liebesgeschichte. Und Premiere ist morgen im Duisburger Filmforum. Ömer Pekurek wusste schon als Schüler, dass er Filme machen will. Und in seine alte Schule kehrt er auch heute noch gern zurück. Konzentration. Dreharbeiten an dem Ort, wo alles begann. In der Comenius-Schule in Duisburg-Hamborn. Früher war er selbst einer der Schüler, heute filmt er hier. Er hat sich alles selbst beigebracht. Am Anfang hat er viel experimentiert und ausprobiert, doch heute beherrscht er die Kamera. Auch den Kurzfilm, auch künstlerisch. Ich habe gesehen, dass man da viel künstlerisch machen muss bei den Kurzfilmen. Und das hat bei mir einen Tick gemacht. Sein ehemaliger Lehrer erinnert sich noch gut an die Anfänge von Ömer Pekurek. Wenn wir Theater hier gemacht haben, zum Beispiel hier in der Halle, die Proben gemacht haben, während man andere ständig irgendwie bitten musste, suchen musste, erinnern musste an den Text und so, du hattest das sofort präsent, du konntest das sofort abrufen und vor allen Dingen bei dir, du hast direkt die Ausstrahlung gehabt. Ja, Theater, da lacht dir einfach im Blut. Die Dreharbeiten von Esra. Stress für Ömer Pekurek. Er muss Schauspieler führen, das Filmteam koordinieren. Du kriegst nicht mal mit, dass eine eigene Tochter im Zimmer ist. Na, du hast mir nichts zu sagen. 4.000 Euro Budget, 2 Wochen Drehzeit, mehr war nicht drin. Deshalb hatte er nur ein kleines Filmteam. Ohne die finanzielle Hilfe des Kulturbüros der Stadt Duisburg hätte es nicht geklappt. Früher arbeitete Ömer Pekurek bei ThyssenKrupp. Heute finanziert er sich als freischaffender Filmemacher. Er dreht Imagefilme und Dokumentationen, wie hier in Duisburg-Bruckhausen. Thema der Teilabriss des Viertels. Um nahe dran zu sein, aber auch um Geld zu sparen, hat er sich gleich neben der Baustelle ein Apartment in einem der Abbruchhäuser gemietet. Seine Wohnung ist auch sein Arbeitsplatz. Früher Arbeiter, jetzt Filmemacher. Da bleiben Kommentare nicht aus. Mein Freundesumkreis, die machen schon etwas lächerlich darüber. Sagen, ach, der Star-Regisseur kommt, das, dies und das. Aber im Endeffekt juckt mich das nicht wirklich. Bei den letzten Vorbereitungen zur Premierenfeier hilft ihm Janine Renn, Drehbuchautorin und Regieassistentin bei Esra. Die Premiere findet stilgerecht in einem richtigen Kino statt. Auch jetzt ist Ömer Pekurek noch nicht fertig. Plakate kleben, Geld auftreiben, denn im Moment ist nur Geld für die Premiere da. Also ich möchte weiterhin künstlerisch Filme machen, das ist mein Ziel. Kurzfilme, Spielfilme, also Spielfilm wäre natürlich super. Also wenn ich später Spielfilm drehen kann, dann bin ich, also das ist mein Ziel. Auch ein Spielfilm. Also nicht nur Kurzfilme drehen, sondern auch Spielfilme drehen. Das ist mein Ziel. Morgen, 15 Uhr, Filmforum Duisburg. Dann heißt es, ein Film von Ömer Pekurek. Er hat mich nur gefragt, was du heute Abend so vorhast. Ich hab nichts vor. Geh, spiel bitte Bienen. Dann läuft Esra, eine deutsch-türkische Liebesgeschichte. Romeo und Julia in Duisburg. Ja, und auch wenn um